Er ging in die Küche, wo Bernd am Küchentisch saß, vor sich eine Semmelhälfte mit Wurst drauf. Waren seine Annäherungsversuche nicht erfolgreich? Fragte Bernd und biss dann in seine Semmel. Sagen wir so, er hat es gar nicht so weit kommen lassen, sondern sich gleich zugeschüttet. Eine seltsame Taktik, oder? Ja, das kann man so sagen. Für den 25-jährigen Gerhard Trautmannsberger ist es bereits die 11. Lesung vor Publikum. In seinem Buch Vergangenheitspartikel geht es um Freundschaft, Liebe, eine Dreiecksbeziehung und das, was den Menschen im Innersten anzutreiben scheint, die Hoffnung. Und diese haben sich Gerhard und sein Freund Dominik Neumeier nicht nehmen lassen. Vor einem Jahr haben die beiden ihren eigenen Verlag gegründet. Ein Projekt, das aus der Not heraus geboren wurde. Wir haben beide immer wieder probiert, bei Verlagen reinzukommen, Manuskripte hingeschickt, also so unverlangt eingesendete Manuskripte. Ist an sich schon nicht mehr wirklich zeitgemäß, dass man es bei Verlagen macht. Dementsprechend hat man halt dann Absage bekommen oder eben sogar noch häufiger gar keine Antwort. Und dann ist ja auch irgendwann klar, es hat sich wohl erledigt. Die beiden wollen ihre Texte aber unbedingt in gedruckter Form in Händen halten. So wird ihnen schnell klar, sie müssen die Sache selbst in die Hand nehmen. Daraufhin informieren sie sich über die Herausforderungen einer Verlagsgründung und stellen fest, so viel Geld ist dafür gar nicht notwendig. Man braucht zur Unternehmensgründung, geht man einfach auf die Gemeinde, man braucht ISBN-Nummern, man braucht Anmeldungen im Verlegerverzeichnis und so weiter. Und dann haben wir also eine Kostenaufstellung gemacht und dann haben wir gesagt, na ja, Mensch, das können wir uns sogar leisten, das kostet gar nicht mal so viel. So 250, sage ich mal, Startkapital, erste Druck, nur mehr so viel, jährlich dann nur mehr eine gewisse Summe, das geht, das kann man sich quasi nebenher leisten, wenn man so will. Im ersten Moment scheint also alles sehr einfach. Nach der Unternehmensgründung merken die beiden, dass dann doch etwas mehr dahinter steckt als gedacht. Also die größte Herausforderung war dann kurz nach der Gründung, als dann mal so ein 10-seitiges Schreiben vom Finanzamt kam, was sie alles wissen wollten. Wir hatten keine Ahnung, wir haben dann irgendwas angekreuzt, zwischendurch gegoogelt. Ich meine, klar, so ein bisschen mit dem Finanzamt kommunizieren, aber das geht schon. Also das hält sich eigentlich sogar in Grenzen. Viel Geld ist zurzeit aber noch nicht zu holen. Die Ausgaben decken sich momentan mit den Einnahmen. Das Schreiben. Für Gerhard und Dominik ein schönes Hobby, woraus sich durchaus mehr entwickeln könnte. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.